Hallo, meine Damen und Herren. Mein Name ist Kato de Kalle Kuschinski. Mit dabei ist Hand of Blood. Hallo, guten Abend. Mit dabei ist Stechsterzig. Yo, 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 die kleinen Zuckerschnecken. Und wieder mit dabei natürlich auch der Popelpapo. Heute spielen wir Phasmophobia, ein Horrorspiel. Viele Leute haben sich das sogar auch bei mir gewünscht. Es ist natürlich eine ultimativ super Gelegenheit, das mal auch mit diesen Jungs hier zu zocken. Maximilian Paul Karl-Heinz Knabe ist unter uns der Einzige, der das Spiel schon gezockt hat. Ich bin Geisterjäger. Der ist jetzt hier unser Boss. Abfahrt. Ja, pass auf. Also, wir sind alle übel Low-Level. Ich könnte jetzt einen Job auswählen. Da haben wir aber nur bisher die Anfänger-Jobs. Das heißt, es sind entweder Farmhäuser, also so auf dem Land, oder so in der Vorstadt. Worauf hast du mehr Bock, Kalle? Also, vorab. Worum geht's hier eigentlich? Was machen wir? Bei diesem Spiel geht es darum, einen Geist zu erkennen und zu benennen. Es gibt verschiedene Geister. Erkläre ich, wenn wir ingame sind. Und unser Job ist es, zu extrahieren. Nee, wie heißt das? Extracten, Allah? Dass wir da landen, weißt du? Ja, ist auch egal. Wir fahren da mit unserem LKW hin, haben den vollgeladen mit aller möglichen Geisterjäger-Utensilien und müssen dann mittels verschiedenster Techniken herausfinden, um welchen Geist es sich denn da handelt. Lass mich die Gymnastik machen. Okay, Schwierigkeitsgrad Anfänger. Ich mach bereit. Wir haben dabei ein EMF-Reader, eine Taschenlampe, ein Fotoapparat, ein UV-Licht, eine Videokamera, eine Geisterbox und ein Geisterbuch. Moin. Moin, geil. Moin. Alter, bei mir hat gerade einer reingesappt. Aber erstmal hier. Ich erkläre jetzt die Mission. Alter, Kalle! Hier auf dem Monitor seht ihr das Objekt. Überwachungskameras. Wir können da reingehen und haben verschiedene Tools. Wir müssen als erstes den Geisterraum feststellen. Okay, hört jemand nicht zu und spielt am Computer rum? Also, hier liegen unsere Instrumente. Jedes Instrument hat unterschiedliche Aufgaben. Jetzt hör auf! Da müssen wir, wenn wir Beweise gefunden haben, weißt du, paranormale Aktivitäten, müssen wir die da eintragen. Und wenn wir jetzt zurückblättern eine Seite, da sehen wir dann unsere Beweisfotos, wenn wir welche gesammelt haben. Und wenn wir noch weiter zurückblättern, dann sehen wir Beweise sammeln, wofür jedes Tool gut ist. Also Geisterbuch, Geisterorb, Fingerabdrücke und so weiter. Und davor sind die unterschiedlichen Geister und Dämonen. Oni, Jurai, Dämon, Shade, Revenant, Jin, Mare, Poltergeist, Benji, Gespenst, Phantom, Spirit. Und da steht immer unten dran, was für Beweise, was dann auf diesen speziellen Geist zu schließen lässt. Wir müssen gleich reingehen, mit den unterschiedlichen Instrumenten Beweise sammeln und dann gucken, okay, was hat funktioniert, was nicht. Und wenn wir dann drei Beweise haben, durchblättern hier bei J, welcher Geist es ist, das alles bei uns auf der letzten Seite eintragen und dann hauen wir rein. Ja, Leute, ich würde das ganze Geschehen jetzt hier mit der Videokamera vloggen. Ey, herzlich willkommen. 3, 2, 1 und go. Oh, hallo! Yo. Okay, ja, ja. Wir müssen Zweiergruppen bilden. Ja, Max, wir beide also, und die anderen beiden, oder? Einer mit Taschenlampe, oder was? Ja, jedes Team braucht eine Taschenlampe. Ja, ja, gut. Ich hab den Schlüssel. Junge, das ist okay. Okay, Jungs, ich hab hier oben was. Kommt mal bitte hoch. Oh Gott! Was ist das? Was? Der macht die Tür auf und zu. Was? Was? Ein Fotoapparat. Oh, das Ding, das schlägt richtig aus. Keine Panik, komm mal hoch, komm mal hoch. Ich drop jetzt hier meinen Fotoapparat und Kalle nimmt den auf. Dafür muss Kalle auch was droppen mit G. Scheint mal hier auf die Tür mit der... Genau. Siehst du das? Das musst du abfotografieren, die Hand. Jo, hab's du drauf. Moin! Hallo? Hallo? Mark Taylor, hörst du mich? Wie alt bist du? Sollen wir gehen? Wo bist du? Sag mal immer seinen Namen. Bist du hier? Mark, bist du hier? Kalle, geh mal mit dem EDF-Reader bitte da rein und guck, ob da krass wie Ausschlag ist. Okay, hover mal ein bisschen über die Sachen. Ja, ja. Hover mal ein bisschen über die Sachen. Ja, ja, hier ist passiert nichts, Alter. Mark, okay, also ich glaube, ich hab noch mal... Fotografieren, fotografieren! Was? Okay, wir gehen. Stell die Kamera auf. Kalle, wenn du was siehst, fotografier. Ich hab die Kamera liegt auf dem Boden, Alter! Keine Panik. Letzte Seite, Beweise jetzt. Wir haben ja schon ein paar. Fingerabdrücke könnt ihr eintragen. Und wir hatten Gefriertemperaturen. Okay, also ab jetzt wird's gefährlich, weil der Geist ist quasi, die 5 Minuten sind abgelaufen. Und jetzt wird er, glaube ich, langsam aggressiv und er kann uns auch wirklich töten. Alles entspannt, ich brauche einen Moment. Switchen. Oh, 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 oh. Ah, die Schublade geht auf! Fotografier, fotografier, fotografier! Mach Pictures, Alter! Ich seh's. Stetzig, was macht die Pizza? Licht hat er ausgemacht, er hat Licht ausgemacht. Ich mach Licht an. Ja, das Ding ist, wir brauchen halt noch einen Beweis. Okay, die wir Tür, gehen Tür, raus. Tür, Tür, Tür. Wir gehen raus, wir gehen raus. Ich hab eine Idee. Okay. Wir wollen nur einen Geisterorb. Wir wollen nur einen Geisterorb sehen. Wir hauen rein. Wir gehen. Der macht Geräusche, ne? Wir kommen wieder.
Alter. Nachtsicht, sonst sieht man den Geisterorb nicht. Wir wollen jetzt den Beweis Geisterorb testen. Ich geh nochmal rein, mach's Licht aus. Warte, ich mach das. Wir betreten jetzt das Objekt. Wir gehen jetzt die Treppe hoch. Ah! Ah! Der hat ein Geräusch gemacht. Das ist ein richtig lautes Geräusch. Jetzt rede mit ihm. Rede mit ihm, Chef. Mark Taylor, gib uns ein Zeichen. Der hat die Tür zugemacht. Ah, da ist er! Da ist er! Mark Taylor! Raus! Aktivität 7 geht runter auf 6. Also, wir öffnen mal J und wir gehen mal die Optionen durch. Wir haben Gefriertemperatur. Und wir haben Fingerabdrücke. Geisterbox springt da nicht an. EMF? Warte mal, Kalle, du hast gesagt, es war mal rot. Fünf nicht? Es war mal rot, ja. Okay, dann ist es EMF Stufe 5. Ich hab's. Es ist eine Banshee. Okay, und wie macht man das? Wie löst man das jetzt? Wir gehen wieder zur letzten Seite und da kannst du ganz unten eintragen, welcher Geist es ist. Ist sogar die einzige Möglichkeit, weil der direkt errechnet, welcher es sein kann. Okay, und jetzt fahren wir. Ah. Ja, war richtig. War richtig. Zweiter Tag. Okay, okay. Das ist ein schönes Haus. Ist jetzt hier so eine Mutprobe für uns alle. Aber wir sind nicht umsonst die Ghostbusters. Die Gulaschbusters gehen jetzt rein hier in die Hütte. Okay, leuchtet mir bitte mal. Lass mal hier ins Bad rein. Ich gucke, ob ich hier Ausschlag habe. Komm. Geh mal ran. Nee, das ist einfach nur ein Event. Ich weiß nicht, ob man dran gehen kann. Was bringt das Geisterbuch? Kannst du kurz erklären? Der schreibt, wenn der da reinschreibt, dann sehen wir das. Okay, wir haben Geisterorb. Ich sehe einen Geisterorb auf der Kamera. Kalle, du hast keine Fingerabdrücke gefunden? Nein, ich habe nichts gefunden. Sorry. Komm jetzt zurück. Wir gehen zurück. Hier müsstet ihr diesen Orb rumfliegen sehen, so eine ganz kleine Lichtkugel. Jo, sprecht bitte mit mir, Leute. Das Licht flackert. Wir konnten ja jetzt schon zwei da ist das hingefallen. Sachen ins Buch eintragen, ne? Oh, der wirft Sachen weg! Der fliegt Sachen! Der wirft Sachen vom Tisch! Rede nicht mit ihm, rede nicht. Warum redet das Telefon? Nee, geh mal, sag mal seinen Namen. Stetzig, wir tauschen mal Position. Geh mal raus, Stetzig. Wenn du jetzt hochgehst und den Gang runter links, da hat sich die Tür bewegt und das Licht ist angegangen. Jetzt links von dir. Jo. So, Kalle, wir haben dich auf Kamera. Red mal ein bisschen mit dem Geist. Jo, Richard, Robinson, hörst du mich? Ich hab gerade mit dem über Funk... Oh! Oh mein Gott. Kalle, was ist los? Ich höre die ganze Zeit Sachen. Ich glaube, der hat gerade was gesagt. Warte mal kurz, bitte ruhig. Richard Robinson, hörst du mich? Wo bist du? Der hat mit mir geredet! Wir haben jetzt alle Beweise, oder? Der hat mit mir geredet. Alter, ihr Spastis, ich kann euch hören, ihr Wichs. Halt dein Maul! Du dummer Wichs! Denkt ihr etwa, der scheiß LKW ist schuldig, oder was? Wir haben jetzt ein paar Beweise schon. Wir haben Geisterorb, die Geisterbox, nee, Gefriertemperatur, nee, hatten wir nicht, wir hatten nur niedrige. Also hierhin hat er halt angemacht, ne? Hier sind Fingerabdrücke, Fingerabdrücke. Ja, dann kommen wir raus. Ach, das ist ein Poltergeist. Ich fahr jetzt los. Yay! Die Gulaschbusters sind wieder unterwegs. Ich finde super, dass wir hier wieder als Team agieren. Und jetzt lass mal den Robert Clark, oder wie der heißt, richtig nass machen. Abfahrt. Welche Teams? Papo und ich. Kalle. Papo und ich. Unten? Okay, wer bist du? Bist du der große, gut aussehende Mann? Ja, komm hoch. Okay. Hier waren wir doch schon mal. Ich wollte gerade sagen. Verarsche. Okay, lass uns einen Raum. Alter, hier ist ein gedeckter Tisch. Okay, für fünf Personen. Wer wohnt denn hier? Yo, Robert Clark! Robert Clark! Du! Opfer! Robert Clark! Hier ist aber überall kein Ausschlag, ne? Hier ist auf jeden Fall die Sicherung. Das heißt, wenn die Sicherung rausknallt, dann können wir die hier wieder anmachen. Ja, das ist gut. Hier liegt ein Knochen. Ja, einsammeln. Ich habe ihn eingesammelt. Hier oben ist nichts. Stellung, ich habe jeden Raum abgesucht. Auch hier hinten das Klo? Ist nicht ein Dach, aber ohne MF. Habe ich schon keine. Nee, Klo. Okay, dann gehen wir jetzt in den Keller, Jungs. Oh geil, da habe ich richtig Bock drauf. Down under. Okay, Kalle, willst du erstmal allein rein? Ja. Tür zu. Hab die Tür zugemacht? Alter, das ist wie... Sieht aus wie bei Saw. Jungs, das sieht aus wie bei Saw. Hier liegt eine Säge. EMF-Reader? Ich habe den an. Holt ihn raus? Direkt hier. Ja, ich bin da. Okay. Normale Gradzahlen. Hallo, Robert Clark. Robert Clark, könntest du mich hören? Robert Clark, sag mir deinen Namen. Nee, warte mal. Das war ziemlich dumm. Eine Ibo. Okay, ich bleib bei dir, Kalle. Okay. Oh, hier ist das Licht gerade angegangen. Oh, echt? Ausschlag 5, Ausschlag. Jetzt Ausschlag? Ausschlag. Oh, okay. Robert, oh. Also wir haben schon mal Robert Clark, kannst du mich hören? Geht's dir gut? Okay, ich rede jetzt mit dem, bitte ruf. Robert Clark, hörst du mich? Hallo, Robert Clark. Alter, hast du gerade eine Tür aufgemacht? Mach das Licht aus, Stetzig. Hey, hast du gerade was gemacht? Ich bin reingekommen. Wie alt bist du? Spannend, ne? Wodka mit E oder O?
Robert! Robert Clark! Sanity auf 66. Okay, tough. Also wir haben bisher nur EMF-Reader Stufe 5. Sonst haben wir nichts. Haben wir einen Geisterorb? Nein. Ich habe die ganze Zeit auf den Bildschirm geguckt, ist nichts passiert. Sag mir deinen Namen. Wer bist du? Hast du mich abonniert? Hilfe! Was ist los, Kalle? Ich war in der Waschküche. Oh mein Gott, die Tür ist einfach zugegangen. Waschküche? Zugriff! Wir kommen mit Kruzifix rein! Sternzig, wo bleibt das Kruzifix? Ich wette, es ist die Waschküche. Hier schlägt es richtig aus. Einfach, oder der hier. Ihr wart einfach nicht ordentlich. Du bist nicht ordentlich. Hier ist 7 Grad. 7 Grad? Okay, Max, geh mal in den Raum. Oh mein Gott! Alter! Was war? Der hat Bock, was war? Der hat mich geschubst was oder war? So. Der hat mich geschubst. Robert Clark, wir hauen rein. Wir haben richtig viel Ausschlag. Der ist richtig aggro. Okay, also wir haben auf jeden Fall Geisterkugel. Hast du ihn gesehen? Ja, der hat mich geschubst. Ich war in diesem kleinen Badezimmer. Ja, aber war er physisch da? Nee. Also der war, es gab halt ein Geräusch. Und auf einmal hat er mich mit der Tür rausgeschoben. Jetzt liegt die Geisterbox liegt da drin und meine Taschenlampe liegt da auch noch irgendwo. Also Jungs, unser Ziel ist es, Fingerabdrücke zu finden. Und das Geisterbuch zu checken und die Geisterbox zu finden und mit ihm zu reden. Also der ist safe da drin. Hier drin, in dem Raum. Hier drin? Ja, da war der gerade drin. Du gehst jetzt da rein, redest mit dem, ich mach die Tür zu. Oh, what? Aber da kannst du mich... Okay, der ist hier drin! Lass mich raus! Mama Mia, der hat den Wasserhahn angemacht oder so. Also hat er geantwortet? Ja, sowas hat er gemacht. Fingerabdrücke los. Überall. Schnell. Ja. Okay, ist es nicht. Raus. Ey, hier ist richtig Blut im Wasser. Er hat ins Geisterbuch geschrieben. Okay, raus. Raus. Abfahrt, ey, Pizza bestellen. Ey, mach die Tür auf! Alter! Alter, ihr Assis, ey. Alter, okay, das war gerade nochmal richtig heftig. Der Wasserhahn ist angegangen und da kam Blut raus. Und Kalle hat die Tür nicht aufbekommen. Kalle hat mich gepanickt. Ja. Ihr habt mich eingesperrt. Nein, du hast die Tür einfach nur in die falsche Richtung die ganze Zeit öffnen wollen. So, also es ist Shade, ja? Okay. Jo. Geisterbuch. Ja, Shade. Hier steht noch, warte, wir haben noch eine optionale Quest. Hindern Sie den Geist... sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Okay. Theoretisch können wir jetzt nochmal rein mit zwei Kruzifixen und den richtig nerven. Ich und Kalle, wir gehen da rein. Ihr geht jetzt in den kleinen Raum. Der Christo und ich kommen mit und helfen zu triggern. Sterzig, bist du bereit? So, rein da jetzt. Er ist schon drin, du Affensohn. Okay, so, jetzt rede. So, komm her. Robert Clark! Kleine! Sag doch mal, Robert! Komm her jetzt! Du dumme Sau! Komm, Sterzig, geh vor! Robert! Oh, hallo! Was ist das hier für eine Corona-Party? Robert Clark! Vielleicht ist der hier. Komm, wir machen mal hier eine Party. Robert! Komm jetzt her, Junge! Okay, ihr geht nur mal ins Bad. Robert! Kruzifix raus! Wasser! Kruzifix! Der hat abgeschlossen! Versteckt euch! Kruzifix raus! Kruzifix! Der hat mich! Kalisto! Wir gehen nach Hause! Jungs, hört ihr mich? Alter. Raus. Robert Clark! Robert! Kalle, wir können dich übrigens nicht mehr hören, falls du was sagst. Trag jetzt auch Shade ein. Hey, okay, Kalle hat es nicht geschafft. So. Alter, war das krass, Junge. Holy shit. Alter. Der hat dich umgebracht. Der hat mich getötet und dann war ich, also als Geist konnte ich da sogar mit rumlaufen die ganze Zeit. Ich hatte das Ding auch in der Hand. Und auf einmal kommt von der Seite auf meinem Bildschirm so Hände und töten mich. Ja, du warst nicht zu ihm gerichtet, ja, glaube ich. Ja, es war wahrscheinlich mit dem Rücken. Also, Jungs und Mädels, das war meine Runde. Phasmophobia war, denke ich mal, super, super unterhaltsam. Gerade am Ende. Ja, ich bin natürlich gestorben, aber wir haben den Fall gelöst. Wir wussten es ja eigentlich schon, ne, mit der Shade. Schreibt gerne mal in die Comments, was ihr davon gehalten habt und schaut bei den anderen vorbei, bei Sterzig Papo und bei Hanno Bliert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.